So, dann aktualisieren wir mal mein altes Video zum Thema SSH-Keys und Management von Linux-Servern via Windows. In meinem alten Video ging es ja darum, dass wir PuTTY verwendet haben, um uns auf einen Linux-Host zu verbinden. Da hat sich in der letzten Zeit, ja, ich sag mal, eine sehr schöne Weiterentwicklung getan, auch in Sachen Windows. Denn mit dem 2004er-Update kam das sogenannte Windows-Subsystem für Linux, beziehungsweise kam schon früher, ich glaube schon mit 18.04, mit 20.04 kam dann die Version 2 davon. Aber prinzipiell liefert das Windows-Subsystem für Linux eine komplette Linux-Shell auf Windows, mit der man arbeiten kann. Und das persönlich finde ich richtig, richtig genial, weil damit haben wir sämtliche SSH-Tools, die wir eigentlich brauchen, schon mit dabei, ohne dass wir hier jetzt noch großartig einzelne Programme nachinstallieren müssen. Allerdings könnt ihr das Ganze nicht einfach so mal eben installieren. Dafür sind noch ein paar Schritte nötig und die möchte ich euch mal kurz zeigen. Und zwar müsst ihr zuerst das Windows-Subsystem für Linux überhaupt erstmal installieren. Das Ganze macht ihr, indem ihr auf einen Rechtsklick auf euer Startmenü macht, sagt Apps and Features. Dann habt ihr hier auf der linken Seite Programme und Features und hier Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Und da müsst ihr dann hier ganz runter scrollen auf Windows Subsystem for Linux. So, das wird dann heruntergeladen und installiert. Während das läuft, können wir eigentlich schon, ja, jetzt müssten wir eigentlich neu starten. Das machen wir jetzt erst später, denn wir müssen noch aus dem Store unsere Linux App X herunterladen. Wo haben wir es denn? Ach, ich mache jetzt einfach. So. Das Schöne ist, man braucht dafür keinen Windows-Account. Also, es gibt momentan, glaube ich, Debian. Probieren wir es einfach mal. Es gibt, glaube ich, Debian, Ubuntu, Kali, SUSE. Ja, also ich persönlich nehme für sowas eigentlich immer gern Debian, weil Rolling Release größtenteils, also man kann es auch, nee, eigentlich kein Rolling Release, aber Debian ist eigentlich recht stable, funktioniert recht schnell. Mit Ubuntu hatte ich ein paar Schwierigkeiten in der Vergangenheit, dass unter anderem die Version nicht up to date war und was weiß ich. Debian fand ich da eigentlich immer recht schön. Funktioniert eigentlich auch recht gut, lässt sich auch schön bedienen. So, geräteübergreifend verwenden. Nein, danke. Wie gesagt, wir brauchen keinen Login, um das zu kriegen. Also, Debian wird heruntergeladen. Das dauert jetzt auch nicht wirklich lange. So, und das war's. So, allerdings, ja, anstatt anheften, müssen wir jetzt noch kurz neu starten, um das Windows-Subsystem für Linux zu aktivieren. Was eigentlich auch kein Problem sein sollte. Einmal neu starten. Jetzt wird noch das Feature aktiviert, werden noch einige Änderungen vorgenommen. Der Unterschied zwischen WSL, dem Windows-Subsystem für Linux in der Version 1 und in der Version 2 ist eigentlich recht einfach erklärt. In der Version 1 hat man im Endeffekt einen Kernel, der auf Windows aufsetzt. Das ist. Ich glaube, man kann es am besten mit einem Container vergleichen, mit einem Docker-Container oder mit einem LXC-Container, während das WSL 2 eine eigene kleine virtuelle Maschine ist, die im Hintergrund mitläuft. Das heißt, in WSL 2 hat man wirklich einen vollwertigen Linux-Kernel, während man bei WSL 1 eben den Microsoft-Kernel-Emulator, möchte ich jetzt fast sagen, verwendet. Von daher, wer viel mit Netzwerken arbeitet, sollte sich vielleicht das WSL 2 angucken. Wer auch ein vollwertiges, also ein vollwertigeres Linux haben möchte als WSL 1, kann sich auch die WSL Version 2 angucken. Aber für das reine Management reicht WSL 1 eigentlich völlig aus. So. Ja, dann haben wir hier unser Debian installiert. Das Ganze können wir auch gerne mal an die Taskleiste anheften. Ich werde es zumindest häufiger brauchen. So, den Store brauche ich eigentlich nicht. Das brauche ich eigentlich nicht. Das kann man mal lassen. So, enter new Unix name. Der Einfachheit halber nehme ich denselben Benutzernamen, den ich auch bei meinem Windows habe.
Genauso wie mit demselben Login-Passwort. Ihr dürft euch hier übrigens nicht irritieren lassen. Linux zeigt euch natürlich, wie schon vorher mal erwähnt, die Passwörter nicht an, die ihr eintippt. Hat den Hintergrund, man sieht nicht, wie viele Zeichen ihr benutzt. Das war's. Damit ist das Windows-Subsystem von Linux komplett installiert und ihr seht auch, es startet auch unglaublich langsam. Also man kann dabei echt Kaffee holen gehen und es passiert gar nichts. So, und was passiert jetzt, wenn ich hier... Dürfte nicht funktionieren, genau. So, dann sudo ist nicht installiert. Oh, sudo ist sogar installiert, perfekt. Ja, ihr seht, es ist keine vollwertige VM. Ich kann sie nicht herunterfahren. Das Ding wird, wie gesagt, man kann es hier auch. Ihr seht hier auch der Kernel, das ist eben ein Microsoft-Kernel, also das ist kein vollwertiger Linux-Kernel. Aber wie gesagt, was wir tun, funktioniert. Und der erste Schritt sollte erstmal sein: ein apt-update, danach ein sudo, tippen wir gelernt sein, apt-upgrade, am besten gleich -j, und danach ein sudo apt-install ssh. Nachteil an WSL Version 1 ist auch, solche Aktionen, das Deinstallieren, Deinstallieren von Software, das Managen von Software, das generelle Einspielen von Updates ist ein bisschen langsamer. Auch wenn es eine NFNVME ist, auf der euer System läuft, WSL 1 ist einfach langsam. Deal with it. Wer das schneller haben möchte, kann ich euch später zeigen, wie man das WSL 2 installiert. Aber das tut jetzt erstmal zu dem eigentlichen Sinn des Videos nichts wirklich zur Sache. Verwalten von Linux-Servern mittels eines SSL-Zertifikats, mittels eines SSH-Keys. So, wie gesagt, wir installieren erstmal ganzen SSH. Spaß, warum das Paket? Ganz einfach, ich kriege damit ein paar Skripte mitgeliefert, die mir die Einrichtung von dem ganzen SSH-Key-Projekt erheblich erleichtern. Und das Ganze erheblich schneller machen. Und es ist wirklich einfach geworden. Ja, vorher mussten wir noch großartig irgendwie Keys mit PuttyGen generieren. Wir mussten hier unsere Keys händisch hochladen, mussten Ordner erstellen, mussten Dateiberechtigungen setzen. Fällt jetzt alles weg. Alles, was ich mit WSL machen muss, ist im Endeffekt ein SSH-Keygen. Dann muss ich noch sagen, wenn ich jetzt nichts angebe, generiert er mir automatisch einen 2048-Bit langen RSA-Key. Braucht eine Zeit lang, ist klobig, ist nervig, deswegen gebe ich euch den Tipp, nehmt elliptische Keys, -t, damit könnt ihr angeben, was für einen Algorithmus ihr verwenden wollt. ED25519 sollte hier eigentlich State of the Art sein. So, File, weiter. Passphrase könnt ihr setzen, wenn ihr zusätzlich zu eurem SSH-Key noch ein Passwort eingeben wollt, wenn ihr das Ganze noch mit einem Passwort schützen wollt. Ich persönlich habe meine Festplatte verschlüsselt, voll verschlüsselt. Ich habe mein User-Account hat ein Passwort, das geschützt ist. Ich habe eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet. Und das Ganze liegt zusätzlich nochmal in der verschlüsselten VM. Also ich werde hier jetzt mal kein Passwort eingeben. Generell allerdings solltet ihr das zusätzlich noch machen, nochmal ein Passwort wählen und den Schlüssel schützen. So, jetzt haben wir unseren Key generiert. Habe ich es installiert? Natürlich nicht. Na egal. Im Ordner.ssh sehen wir jetzt auch unseren Public Key und Private Key. Und den müssen wir jetzt auf unseren zu verwaltenden Server kriegen. Voraussetzung ist, dass wir da schon einen User erstellt haben und uns eben nur noch damit einloggen wollen. Wie man einen User erstellt, mache ich mal ein Video dazu, aber generell gilt, wenn ihr euch einen Server mietet, kriegt ihr ja auch Root-Zugang oder ihr kriegt zumindest den User-Zugang. Den könnt ihr natürlich auch benutzen. Mir geht es hier erstmal darum, wie bringe ich meinen gerade generierten Key dazu, sich auf der Maschine einzuloggen. Dazu mache ich jetzt zum Beispiel ssh-copy-id. So, dann sage ich, welche Datei
also das Identity-File, also minus i, Punkt SSH-ID.pub. Ihr müsst den Public Key kopieren, nicht den Private Key. Das könnte ziemlich böse ins Auge gehen. Wie gesagt, den Public Key müsst ihr hochladen. Und jetzt auf welchen Server? In meinem Fall wäre das 192.168.166.108. So. Wenn ihr jetzt mit Root drauf wollt, müsst ihr natürlich vorher auch euren User angeben. Bei mir wäre es jetzt halt eben der User Asimael. Hättet ihr jetzt einen Root-Server mit Root-Zugang, wäre es Root at. Ja, also Root at Server. So. Möchtet ihr euch wirklich dahin verbinden? Denn dieser Server ist. Na, habt ihr euch noch nie hin verbunden? Natürlich möchte ich. So, jetzt wird das Passwort haben, das wir für diesen User auf dem Server haben. Also nicht euer User-Passwort, sondern das User-Passwort von dem Benutzer auf eurem Server. So, genau. Da ich auf meinem Server immer noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe, da werde ich auch mal ein Video darüber machen, muss ich jetzt noch meinen wunderschönen YubiKey angeben und bin auf dem Server drauf. So, also ich bin noch nicht drauf, aber mein Key ist drauf. Sagt er auch schon, Keys wurde geaddet 1. Now try logging into the machine with SSH Asimael add. So, da mein Benutzer hier Asimael ist, muss ich den Benutzer nicht angeben. Wenn ich auf meinem Home-Rechner, in meinem WSL und auf meinem Server denselben Username habe, nimmt er beim Verbinden automatisch an, dass der User derselbe ist und loggt sich dann eben mit Asimael-Add ein. Das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, SSH 192.168.166.108 und bin drauf. So, das war's. Und jetzt könnte ich theoretisch hergehen und könnte meinen Server hier weiterhin verwalten. Was ich hier übrigens nicht mehr brauche, ist, wenn ich einmal auf meinem Server bin, muss ich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung mehr verwenden, um zum Beispiel sudo abzusichern. Allerdings gilt die Zwei-Faktor-Authentifizierung nur für den Login. Und wie gesagt, wie ich das gemacht habe, das werde ich bei Gelegenheit mal in einem anderen Video machen. Aber ja, das war's. SSH WSL aktivieren, SSH-Key, SSH-Package installieren, SSH-Key generieren und auf den Server hochladen und alles einrichten. Das war's. Was ich jetzt noch zeigen werde, das Ganze allerdings nur, um eine Verwaltung mittels Linux, mittels Windows einfach nur ein bisschen angenehmer zu machen. Besonders, wenn man mehrere Server verwalten muss, was irgendwann, wenn man mal damit angefangen hat, leider wohl zwangsweise irgendwie immer so ist. Man kann sich sogenannte Konfigurationsdateien anlegen. Das ist zum Beispiel auch recht interessant, wenn man mehrere verschiedene Server hat und man möchte verschiedene Keys für verschiedene Server verwenden. Dann kann man sich eine sogenannte SSH-Config-Datei schreiben. Und wie ich das mache oder wie man das macht. Ja, ich weiß schon. Jetzt muss ich hier erstmal, jetzt habe ich es angefangen, jetzt muss ich es auch fertig machen. Das zeige ich euch jetzt gleich, nachdem das Update durch ist. Nein, 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 mach einfach weiter. Installiere mir das Update. Wobei, ich könnte es ja eigentlich. Genau, ich kann eine zweite starten. Also ich kann einfach eine zweite Shell. Oh, okay, jetzt ist er fertig. So, also, eine Config-Datei erstellen auf meinem lokalen WSL. Ja, das Erste, was wir müssen einmal in unseren SSH-Ordner rein, dann eine Datei namens Config erstellen. So, wenn wir nur in unserem LAN sind, können wir die Komprimierung von SSH-Befehlen eigentlich ausschalten. Allerdings, nachdem ich persönlich mit meinen Geräten auch öfters mal im Mobil unterwegs bin und teilweise auch über LTE oder über andere Verbindungen reingehe und einfach nur Traffic sparen möchte, auch wenn es nur geringfügig ist und es eigentlich vernachlässigbar ist in der heutigen Zeit, trotzdem mache ich meine Compression immer noch an. Dann möchte ich gern das SSH2-Protokoll und ich möchte gerne
dass X11 generell nicht weitergeleitet wird. So, Forward X11 ist im Endeffekt, ich könnte theoretisch auf dem Server einen X-Server installieren, könnte einen zweiten X-Server hier bei mir auf Windows installieren. Das wäre zum Beispiel Xming, wäre zum Beispiel eine Option. Und dann könnte ich theoretisch auf dem Server grafische Anwendungen starten, also sowas wie einen Firefox, und könnte mir aber das Bild auf meinem PC ausgeben lassen. So eine Art Remote Desktop für Linux. Da macht dann auch die Compression wiederum Sinn, weil damit spart man dann wirklich viele Daten und damit wird das Ganze auch erst bedienbar. Es sei denn, man hat eine synchrone Gigabit-Leitung, dann kann man es auch unkomprimiert machen. Führt jetzt aber zu weit ins Detail. Deswegen, wie gesagt, ich mache es eigentlich aus, weil auf einem Linux-Server möchte ich keine grafische Oberfläche haben. Und wenn ich das habe, dann habe ich andere Wege. Dann habe ich wirklich XRDP oder VNC oder keine Ahnung, wenn ich völlig krank bin, TeamViewer. Von daher, XL Forwarding auf dem Server mache ich eigentlich immer aus. So, jetzt müssen wir noch unsere Hosts konfigurieren. Das Ganze machen wir über, wir haben einen neuen Host. Der Host hat, was ist das Kürzel dafür? Vian Jump Server, also JS. So, dann der Host Name wäre in dem Fall 192.168.166.108. Da kann ich übrigens auch einen FQDN reinschreiben. Also ich kann da jetzt auch statt 192.168.166.108 kann ich auch jetzt reinschreiben jumpserver.fritz.box. Würde auch gehen. So. Dann muss ich natürlich auch sagen, welcher User, für den Fall, dass er abweicht. Also ich könnte jetzt auch Root nehmen oder Server-User oder System-User. So, wichtig ist auf jeden Fall, dass Identity... Ups, falscher Knopf. Identity-File, und zwar Home. Also slash Home slash Asimile in dem Fall. .ssh slash id unterstrich ed25519. Hier nicht der Public Key, hier muss der Private Key rein. So, das war's eigentlich schon. Einmal speichern, schließen und bin drauf. SSHJS, eben das Kürzel, das ich vorher angelegt habe. So, und ja, wer es mitgekriegt hat, hier könnte ich jetzt theoretisch noch einen zweiten Key generieren. Könnte ich jetzt zum Beispiel den Key nennen ID Jump Server oder ID 2, ID 3 oder Jump Server Private Key, which is ultra cool. Wie gesagt, ich kann mehrere Keys verwenden, kann mehrere User angeben und habe eben nur meinen Shortcut, mit dem ich mich hier anmelden muss. So. Und was ich jetzt noch machen werde, weil das hier nur eine Demo war. So, wir sehen, hier ist der VM-Key. Hier ist der Key, den wir gerade eben reingemacht haben. Und den werden wir jetzt auch wieder rausschmeißen. So. Fertig. Das war's. So könnt ihr einen SSH-Key auf einen sehr, sehr einfach generieren, sehr, sehr einfach auf den Server hochladen und damit den Server verwalten. Alles andere findet dann per Konsole auf dem Server statt. Ja, willkommen in 2020 oder auch bald 2021.